Good morning, Freunde, und willkommen zu einem neuen Teil Freundschaftswoche. Ihr seht, ich befinde mich auf unserem Außengelände. Mein lieber Cutter, der Jan, ist mit am Start. René hat heute frei. Heute ist Mittwoch und morgen früh um 7:30, 8:00, würde ich sagen, kriegen wir eine riesengroße Lieferung. Und zwar kriegen wir endlich das Holz für unsere zweite Ebene. Eigentlich war das gar nicht geplant, also es war schon geplant, aber jetzt nicht so schnell. Jetzt hat sich aber alles überschlagen und wir kriegen morgen das Holz und können tatsächlich auch zeitnah anfangen zu bauen. Wir haben 13 Meter Stangen bestellt, also 13 Meter. Ich weiß gar nicht, wie breit 13 Meter ist, aber ich glaube, es ist echt groß. Und deswegen müssen wir ein bisschen Platz schaffen. Wir müssen zum einen den Bauzaun hier abbauen. Und ich denke, wir werden die beiden Bauzäune abbauen, damit wir den LKW morgen hier vorne parken lassen können und dann mit dem Gabelstapler bzw. mit dem Radlader das Ganze ausladen können. Was das wird, das zeige ich euch natürlich morgen früh. Ich bin mega gespannt. Es soll pissen wie Sau den ganzen Tag. Natürlich soll es das. Aber ey, es wird auf jeden Fall geil. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Es wird spannend und ich habe richtig Bock. Also viel Spaß beim Schauen des Videos. So, Freunde, die Truppe ist am Start. Wir sind vollzählig. Kim ist da, René ist wieder da und wir bereiten jetzt vor. Der LKW steht, glaube ich, schon an der Straße. Die Hunde bleiben drinnen. Ja, hier der leere Hof. Boah, wenn der jetzt noch gepflastert wäre, hä? Das wär's. Ja, Regen ist natürlich vorhanden, wie gedacht. Und da oben steht der LKW. Plan ist jetzt, wir nehmen uns jetzt die Paletten und legen die hier so hin, dass wir das Holz quasi hier drauflegen können. Ich denke, das macht am meisten Sinn und das machen wir jetzt zuerst. So, da kommt der Gude. Hallo. Hi. Stell dich mal hier daneben. Probier mal. Ja. Jetzt wird's spannend, Leute. Scheiß Wetter, ey. Mir kommt es gerade so vor wie an meinem allerersten Tag hier auf dem Bauvlog, also auf dem Paradise, als der Spatenstich gemacht wurde. Da bin ich von da unten hochgetappelt, so. Genauso mit dieser Jacke, mit dieser Kapuze, weil es auch gepisst hat wie Sau. Also, back to the roots, Freunde. Gott sei Dank geschafft. Alles ist abgeladen. Da liegt das gute Holz. Es fehlen allerdings zwei Pakete. Nein, doch. USB-Platten sind nicht mitgeliefert und noch irgendein Paket fehlt. Da muss ich jetzt nochmal hinterher telefonieren, damit wir nächste Woche schon loslegen können. Übrigens, wenn ihr das Video seht, ist Mittwoch und wir sind wahrscheinlich schon fleißig am zweite Ebene bauen. Dazu gibt es natürlich dann ein ausführliches Extra-Video. René hat schon mal drei Balken in die Halle geladen und wir trinken jetzt erstmal ein Käffchen. Wärmen uns mal ein bisschen auf. Herrlich. Bin glücklich, dass das Abladen so gut geklappt hat. Da fällt mir echt ein Stein vom Herzen. So, Freunde, good morning. Heute ist Samstag und ich sitze im Auto von Chrissy. Hallo. Chrissy kennt ihr vielleicht schon aus dem ein oder anderen Motorradvideo. Sehr guter Freund von mir und wir fahren immer zusammen Supermoto. Und Chrissy hat sich in den Kopf gesetzt, er will jetzt auch einen Camper haben. Und heute machen wir Erkundungstour und sind auf der Suche nach einem Camper für ihn. Wir haben da ein paar relativ spezielle Modelle in der Auswahl und da fahren wir jetzt gerade hin. In 20 Minuten sind wir da und dann zeigen wir euch das Ganze, weil es könnte gegebenenfalls ein spannendes Projekt hier, so ein bisschen kleines Side-Project auf dem Kanal werden. Und ich unterstütze Chrissy da und wir gucken mal, ob wir da eine richtige geile Basis für ihn finden, um dann den ultimativen Motorradtransporter für ihn da draus zu bauen, mit dem er natürlich auch campen gehen kann. So weit, so gut. Wir fahren nochmal 20 Minuten und dann zeigen wir euch die Karren, die wir meinen. So, Freunde, wir gucken uns ein paar DHL-Koffer an. Ihr habt ja schon in der Vergangenheit immer wieder gesagt, das wäre vielleicht auch mal ein Projekt für uns. Ja, ich hatte ja mal einen Krankenwagen und so und das war für mich nicht so der Fall. Aber wir brauchen quasi ein günstiges Fahrzeug mit jeder Menge Platz und Potenzial für Motorräder und den Ausbau. Und ich glaube, dass hier sowas ganz gut sein könnte. Wir verschaffen uns hier mal einen Überblick und dann zeigen wir euch nachher mal so ein bisschen, was die Dinger so können, wie die ausgestattet sind, was sie kosten. Aber sie sind auf jeden Fall nicht so teuer. Okay, also wir waren jetzt gerade drinne und haben den Schlüssel bekommen für ein Fahrzeug. Ja? Chrissy hat den Schlüssel für ein Fahrzeug in der Hand. Hier stehen aber gefühlt, keine Ahnung, 50 Dailies. So, jetzt müssen wir in diesem Chaos irgendwo diesen einen Schlüssel finden. Uns geht's
jetzt erstmal darum, wie groß ist so eine Karre? Wie sieht der von innen aus? Wie kann man den ausbauen? Wie sind die Maße der Türen? Wie ist der grundsätzlich ausgestattet? Meistens haben die nur einen Sitz und einen Notsitz. Das ist immer so ein bisschen das Ding. Meistens haben die keine Klimaanlage. Also sie sind super schlecht ausgestattet. Aber dafür sind die halt günstig. Bewegen sich alle so zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Und das ist natürlich eine ganz nette Basis, ne? Ja. Du willst damit ja eigentlich nicht die Welt umkunden, sondern Moped fahren und ein bisschen ein paar Urlaube machen. Genau. Ja, ja Leute, was soll ich euch sagen? Maximale Überforderung ist am Start. Wir suchen jetzt erstmal die Karre, würde ich sagen. Ein paar Sekunden später. Hast du schon gefunden, oder was? Ja, klar. Das war doch ganz einfach. Okay, ja, dann machen wir auf die Bude. Hier, vielleicht hat er Zentralverriegelung. Hä? Hey, aber ist das wirklich die 36, Nummer? 36, 0, 5, 6, 4. Digga, was geht denn da jetzt ab? Wird scharf geschossen. Aber guck mal, ist der offen? Perfekt. Moin. Na? Ja? Haben Sie das Gewerbe gewechselt oder was? Ja, klar. Das ist der Notsitz. Der ist sogar als Zweisitzer eingetragen, die Bude. Kommen meine Routen dann dran. Wo du die Pakete ausliefern musst? Pakete ausliefern, ja. Genau. Ja, vielleicht mal ganz kurz. Die Variante hat Automatikgetriebe. Gibt es wahrscheinlich auch solche und solche. Eine tolle Rückfahrkamera ist am Start. Was haben wir hier? ASR, Warnblinker, aber batterietot. Heizung, Schloss wahrscheinlich. Ja, Lüftung halt, ne? Keine Klima, kein Nix. Kein Radio drinne. Ja, mein Gott, ist halt gammelig, ne? Aber es ist halt schon ein recht großer Innenraum. Was mir aber sofort ins Auge fällt, die Spaltmaße da hinten, also das ist halt nicht dicht, ne? Hier kommt Luft rein. Gut, das kann man irgendwie zumachen. Das ist so eine Zwangsbelüftung scheinbar. Was ist denn das für ein Material? Das ist GFK hier. Das ist Safe GFK. Ja, das ist ja. Das. Guck mal, hier ist ein Loch drin, ne? Ja, da sieht man's. Mhm. Da kannst du halt nichts, aber auch gar nichts reinschrauben. Das ist da reingenietet hier, ne? Nieten halten wahrscheinlich. Die müssen halt alle rausgebohrt werden. Und man muss die Karre wahrscheinlich einmal komplett neu aufbauen innen. Das heißt, du musst eine Holzverschallung reinmachen, dämmen nochmal extra, weil diese Wände, die können gar nichts. Also da ist wirklich nichts. Aber du hast hier komplette Airline-Schienen auf dem Boden. Radkästen sind groß. Ja, keine Ahnung. Schiebetür. Was? Bestimmt. Ah ne, hier, Notentriegelung. Was ist das? Ja, die geht die Tür auf. Kannst du mal gucken, ob die von außen aufkriegst? Ja. Aber hier ist halt so ein Riegel drin, der nicht aufgeht. Das finde ich ein bisschen strange. Nö. Nee, der hängt da oben im Riegel drin. Kannst du sie zuschieben? Nee, ne? Weil die ist ja offensichtlich nicht zu. Also, weißt du, ich meine? Hier ist halt übelst der Spaltmaß drin. Wenn das überall so ist. Ja, hier ist auch dieser Riegel da. Drehen bis zur Endlage. Aber da dreht sich genau gar nichts. Boah. Das ist schon echt ein mieser Abstand. Ja. Aber platztechnisch nicht schlecht. Was soll sie so eine Bude kosten? Boah, was? 11.000 Euro. Das ist zu viel. So viel Geld haben wir nicht. Naja, wir lassen uns mal ein bisschen inspirieren. Vielleicht finden wir noch einen besseren. Also wir wollen uns im Preissegment von um die 8.000 Euro bewegen. 8.000 Euro, hier, der hier kostet zum Beispiel 6.783, hat 84.000 Kilometer, Baujahr 2009. So, dann guckst du dir die Karre an und dann siehst du hier, hier haben halt solche GFK-Wände da drinne. Und voll viele sind halt hier an der Seite so richtig am Sack. So, und ich weiß nicht, ob man das reparieren kann, ob das Sinn macht. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also wenn da irgendwo ein Kratzer drin ist oder so, scheiß drauf. Aber wenn da halt das GFK schon so Faxen macht, ich meine ganz ehrlich, wenn die Karre gut ist und hier ein Kotflügelschaden hat im Blech, mein Gott, das kann man ja reparieren. Das tauscht er aus, dann ist alles easy. Ja, wir gehen jetzt mal die Autos so durch und gucken uns mal so die groben Sachen an. Aber du findest wirklich an jedem Auto irgendeinen Schaden. Ich meine, die Dinger sind halt auch geritten ohne Ende, ne? Aber ja, so an sich ist es schon cool. Also platzmäßig für so einen Moped-Camper, wenn man nicht so hohe Ansprüche hat, sage ich mal, ist schon geil. Aber hier stehen noch andere Fahrzeuge rum, ne? Hier gibt es auch einen neueren Crafter oder einen T6 mit Hochdach. Was kostet sowas? Steht nicht drauf, ist wahrscheinlich ein Neuzugang. T6 normal, Fiat Ducato, aber die meisten sind halt Ivecos. Nicht so einfach. Sieht schon wild aus. Ich feiere ja Sachen, also so eine Sache und davon ganz viel. Finde ich irgendwie mega geil, vor allem wenn die da alle so stehen. Sieht schon stabil aus. Aber hier macht es die Auswahl halt tatsächlich nicht unbedingt einfacher, Freunde.
Ja, hier haben wir zum Beispiel ein gutes Beispiel. Zum Beispiel ein gutes Beispiel. Beispiel von der Verformung von dem GFK. Guck mal hier. Da hat sich die Außenschicht, das ist ja innen, ist das so eine Wabenstruktur und außen und innen ist quasi eine GFK-Schicht. Anders als beim Krankenwagen, da war es eine Aluschicht und das hat sich halt hier gelöst. Ne? Ganz ehrlich, mit sowas kannst du nicht arbeiten. Also sowas ist halt einfach raus. Aber für so einen Koffer wollen die immer noch, na gut, 7. Ne? Ist jetzt natürlich auch nicht ganz teuer. Aber was willst du denn damit? Also wir wollen damit nichts. Die Suche geht weiter. Okay, wir haben einen offenen gefunden und guck mal, man sieht hier richtig krass, wie lichtdurchlässig das ist. Also wie dünn eigentlich diese Wand ist. Also da musst du auf jeden Fall was machen. Weil, geh mal raus, stell dich mal davor. Ist das geil. Das ist wie so ein Ei, wie so ein rohes Ei. Ja, die ist halt zu, ne? Ja, da funktioniert der Mechanismus auf jeden Fall. Und, Alter, wie das aussieht hier drinne. Ja, hast du quasi schon eine Beleuchtung im Sommer. Ja, ist natürlich schon hart, ne? Muss man fairerweise so sagen. Hier ist auch wieder eine Beschädigung drin. Hier sieht man das auch nochmal ganz gut, die Struktur. Das sind diese Wabenstruktur. Und ja, das ist halt... Ich meine, sowas kann man flicken. Fände ich jetzt gar nicht so schlimm. Eigentlich ist der gar nicht so schlecht. Geht der hinten auf jetzt? Müsste er eigentlich, ne? Ja. Moin. Ist halt schon alles sehr rudimentär. Also die TÜV-Abnahme kriegst du auf jeden Fall schon mal mit der Zwangsbelüftung. Ja? Hier sind überall schöne Zwangsbelüftungsschlitze drin. Hat er ja schon mal gezeigt. Also ist schon mal super. Hier vorne, ja. Also hier hast schon viel Platz, ne? Ja. Ey, hier gibt's keinen Notsitz. Ja, gut. Hier muss dann eh in eine Sitzbank rein. Man muss dieses Blech hier rausschrauben und da kann man wahrscheinlich einfach eine Sitzbank reinschrauben, ne? Der hat auch Luftfahrwerk. Das ist nämlich ganz cool. Die haben hinten ein Luftfahrwerk. Da kann man den auch ablassen zum Beladen fürs Moped. Gar nicht so schlecht. Also grundsätzlich bin ich schon Fan von der Basis. Ist schon gut eigentlich. An sich ist schon cool. Wie gesagt, man muss halt ordentlich dämmen. Holzplatten rein, 4 cm pro Seite. Dämmplatten rein, XPS. Das alles ordentlich machen. Holzwände rein. Damit man da halt einfach eine ordentliche Basis hat, um auch Möbel zu verschrauben und so, ne? Weil an sich die Stabilität des Koffers... Also reinschrauben kannst du da nichts. Kannst du Halterbleche reinnieten. Oben und unten in die Fläche halten. Ne? Genau, richtig. Ne? Hier kann man natürlich Sachen reinschrauben bzw. reinnieten. Könnte man theoretisch mitnutzen hier. Ne? Die Streben würde ich auf jeden Fall drin lassen. Ja, ja, also so komplett kacke finde ich es nicht. Platz ist halt cool. Also Platz ist halt echt geil. 4,30 Meter, 2,10 Meter breit, 2,10 Meter hoch. Nach der Dämmung haben wir dann unsere 2 auf 2 Meter auf 4,30 Meter Länge. Es könnte jetzt schlechter sein. Hier ist halt, ja, ist halt Spalt drin, ne? Ist halt schon garkelig. Ist kein Krankenwagen, sag ich mal so. Also der hier, in dem wir gerade drinne waren, der geht jetzt auf jeden Fall mal in unsere Favoritenliste mit über. 9.400 Euro, 89.000 Kilometer, Luftfahrwerk hinten, erste Hand sind die natürlich alle, weil die von der Post kommen. 2,3 Liter Motor, 106 PS, ist halt keine Rennmaschine, ne? Das darf man natürlich auch nicht vergessen, also... Ist jetzt kein 3-Liter-Sprinter mit 200 PS so. Aber der macht erstmal einen ganz guten Eindruck. Der hat hier einen Schaden an der Frontstoßstange. Aber das ist da so reingedrückt. Wahrscheinlich kann man das einfach wieder rausdrücken. Oder man besorgt sich halt irgendwo eine Stoßstange. Oder man scheißt drauf. Keine Ahnung. Wie gesagt, es soll ja ein relativ roughes, aber trotzdem cooles Projekt werden. Aber mit um die 8.000 Euro ist echt schwierig. Echt schwierig. So, Freunde, wir sitzen wieder im Auto. Also wir werden jetzt heute keinen Wagen kaufen. Wir haben aber den ich euch zuletzt gezeigt habe, in der engeren Auswahl. Der Wagen hat keinen TÜV, der würde aber TÜV kriegen und die nehmen pauschal dafür 400 Euro. Und da ist halt alles abgedeckt, egal was kommt. Wenn die Pech haben, muss richtig viel gemacht werden. Dann kostet es mehr als 400 Euro, dann ist es trotzdem drin. Wenn wir Pech haben, muss gar nichts gemacht werden. Und dann haben die halt 200 Euro Schnapp gemacht. Keine Ahnung, so halt. Aber ich finde die Basis auf jeden Fall ganz cool. Es ist unfassbar schwierig, sich da zurechtzufinden in diesem Haufen voller Autos. Das muss man wirklich so sagen. Es sind super viele. Wir sind hier in Neustadt. Der Händler heißt Graf. Falls jemand von euch so eine Karre sucht, hier sind sicherlich noch die ein oder anderen Karren dabei. Auch mit, wenn man ein bisschen mehr Budget hat, für 15, 16 und so, gibt es krasse Sprinter mit Kofferaufbauten. Hier stehen Craft darum, normale Sprinter und so. Aber das fällt halt für uns, für das Projekt alles raus, weil wir halt einen Motorradtransporter für Krisi bauen wollen. Es ist nicht für mich.
Nein, es ist für den Chrissy. Aber wenn wir das Projekt angehen, dann werde ich Chrissy auf jeden Fall dabei unterstützen und ihm helfen. Wenn ihr Bock habt auf so ein Postkofferprojekt, dann haut's gerne mal in die Kommentare. Wenn du einen Postkoffer hast und Tipps und Tricks hast für uns, dann haut's auch gerne mal in die Kommentare, weil wir sind natürlich über jede Erfahrung dankbar, weil wir haben gar keinen Plan davon. Nee. Also wirklich gar keinen. Und ja, wir können nur unser technisches Verständnis so ein bisschen walten lassen. Chrissy ist Kfzler, der hat sowieso Plan von der ganzen Autogeschichte sozusagen. Also wenn da irgendwas ist, kann man auch selber Hand anlegen, das ist gut. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir beenden das Video jetzt. Wenn ihr das Video seht, sind wir schon fleißig am zweite Ebene bauen. Das wird sehr, sehr spannend. Das Video dazu gibt es natürlich extra. Ja, war eine spannende Woche wieder. Ich mache jetzt mal Feierabend, genieße mein Wochenende, bevor dann am Montag der zweite Ebenenbau losgeht. Das heißt, Bauvlogs incoming, Freunde. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Mädel.